Hallo, ihr Querlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 sucht Dringil in den brennenden Ruinen von Vaukens Ruh weiter nach einer Spur von dem darin vermissten Großherzog aus Baldur's Tor und bringt bezüglich diesem etwas sehr Erstaunliches und höchst Unerwartetes in Erfahrung. Los geht's! Vaukens Ruh, der Gasthof nahe Smaragdhain auf dem Weg zwischen El Turel und Baldur's Tor, brennt lichterloh. Mirilet, ein weiblicher Gast, liegt hier tot, Opfer der Flammen, als sie ihren Ehemann Benryn retten wollte, den wir gerettet haben. Die Mitgift für ihre Schwester ist in der Scheune wahrscheinlich da hinten. Darum kümmert sich Dringil später. Jetzt wollen wir uns nochmal hier umschauen in dieser Brandruine, in dieser noch brennenden Brandruine, ob wir noch irgendwas mitnehmen können, sicherstellen können. Also wir nehmen es ja nicht mit. Wir stellen es ja nur sicher. Ja, wir versuchen den Schaden ein bisschen zu begrenzen. Vor allen Dingen unseren eigenen finanziellen Schaden, der sich immer dann manifestiert, wenn wir irgendwas kaufen müssen. Oh, was ist denn da los? Ach du meine Güte. Trigi sieht das hier auch im Stall, die Goblins gewütet haben. Von dem Herzog bisher jede Spur, oder keine Spur. Jede Spur verloren, keine Spur zu finden. Hier oben breche ich jetzt mal ab. Benryn wird schon zurechtkommen, denke ich. Und wenn er den Freitod jetzt vorzieht, dann können wir es auch nicht ändern. Moving in. Was haben wir hier unten? Eine verkohlte Leiche. Tatsächlich heißt es sogar genau so. Ein fleckiges Buch, lesen. Grüße deinen inneren Goliath. Insekt, Wadenbeißer, halber Meter. Steine, die deine Feinde werfen, um dich klein zu halten. Oder Stufen, damit du dich erheben kannst. In jedem Gnom schlummert ein innerer Goliath, in dem du Zweifel, negatives Denken und eine kleine Abonnementgebühr beiseite legst, kannst auch du lernen zu wachsen. Innerlich wie äußerlich. Für Details bitte wenden. Worauf wartest du? Erwecke deine verborgene Größe und sieh zu, wie deine Feinde schrumpfen. Oh ja, also, das Buch kann man nochmal anderweitig benutzen, aber wenn das hier ein Gnom war, dann hat es mit dem Wachsen ja wunderbar funktioniert. Oh, eine Wasserpumpe. Ach, da wird man selber nass für 3 Runden lang. Dann ist man wahrscheinlich immun gegen Feuerschaden. Ich verstehe. Was machen die denn hier? Igitt! Was für eine eklige Brühe. Ach, das war hier für die Badezuber. Ich verstehe. Oh je, hier liegt auch noch einer. Ja, sogar mit kleinem separé-artigem Vorhang. Schick. Wirklich schick. Was ist das? Seife. Haben wir noch nie gehabt. Nehmen wir mit. Naja. Das ist ein Wasserfass. Das kann man theoretisch draußen gebrauchen. Okay. Der kann sich immer wieder selber heilen. Erstaunlich. Er setzt hier alles unter Wasser, aber irgendwie brennt es auch immer wieder. Kann das sein? Warte mal, wir können dir helfen, Tristan. Guck mal. So, Wasser überall. Ey, das fängt ja sofort an. Wow. Ich glaube, das Feuer können wir nicht löschen. Aber er versucht es wenigstens. Er ist ungebrochen optimistisch. Ich bringe gerade den Eindruck, das kann man alles vergessen hier. So. Da haben wir... Die machen auch schon nichts mehr.
everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Okay. Ey, jetzt hab dich nicht so. Wir wollen das doch nur sicherstellen. Außerdem wollte ich auch nur diesem Goblin hier in die Tasche greifen und nicht dem flammenden Fäustling. Okay, so. Was ist denn jetzt mit dem Herzog? Oh, das ist ein Feuerwehr. Moment mal. Das sollten wir aber ganz dringend da wegnehmen. Läse sieht die Gefahr. Und reagiert. Und das schaffen wir bitte gleich mal ans Lager. Ist das weg? Gut. Das ist ja feuergefährliches Zeug gewesen. Dass das nicht in die Luft geflogen ist, ist ein Wunder. Mit der hatten wir zwar gesprochen, hatten sie aber nicht geplündert. Ja, den Heiltrank brauchen wir jetzt. Den braucht sie nicht mehr. Okay, also, da sind ja vorhin in der letzten Episode vier flammende Fäustlinge reingelaufen, nachdem wir die blockierte Tür aufgemacht hatten. Habt ihr den Herzog gefunden oder habt ihr ihn nicht gefunden? Warum seid ihr nicht drin? Was ist hier los? Alles Rekruten, oder? Ne, der Dier hat einen höheren Rang. Nur langsam. Warte mal, wir müssen erstmal ein bisschen uns hier heilen. Läsel sieht das Problem. The next move ist da. Läsel, wirf uns mal einen Heiltrank zu. Werfen. So, sehr gut. Okay, also irgendwie, ja, oben war der Herzog nicht. Wir haben auch keine Spur gesehen, auch keine Leiche. Es kann sein, dass die Entführung erfolgreich war. Aber vielleicht sollten wir hier unten mal schauen. Was war das denn? Ach, das war der Schankraum. Das Bier stellen wir sicher. Jetzt läufst du da echt rum, das kann nicht dein Ernst sein. Ja, puh. Jetzt habe ich hier diese ganzen brennenden Sachen. Also auf den ersten Blick ist hier niemand. Das ist die Küche. In der Küche erwarte ich auch keine Schätze. In dem Sinne. Oben Treppe kennen wir schon. Da waren wir schon. Schrankraum. Ich will es nicht zu einer Plünder-Episode werden lassen hier. In dieser Brandruine. Deswegen durchkämme ich das mal, wenn ich was Besonderes finde, nehme ich euch dazu. Ansonsten stellt Trinkel nur sicher, dass hier nicht noch jemand ist, der Hilfe braucht, beziehungsweise dass hier dieser Herzog auch nicht zu finden ist. Und ich melde mich gleich wieder. Oh, schwer lediert und um einige Wasser- und Heiltrankflaschen erleichtert, bricht Trinkel hier die Durchsuchung ab. Da hinten brennt es zusehends lichterloh. Das lohnt nicht, da noch länger zu suchen. Einiges konnte Trinkel noch sicherstellen, aber nicht bei weitem nicht alles. Wir gucken mal gerade, was ich so gefunden habe. Also, vor allen Dingen habe ich Gemälde sichergestellt. Hier, Tal mit Bach. In dieser Szene fließt ein Bach über Steine hinweg in einen großen Fluss, der sich durch eine Reihe von Tälern windet wie eine neblige Schlange. Das schicken wir gleich mal ans Lager. Sagen wir hier, Grashaus. Üppige Grassoden überziehen die Schrägen und zittern leicht im Wind. Seltsam. Lager, was ist hier? Porträt eines Braun-Weißbärtigen. Dieser Adlige in schwerem Satin und altbackenem Hut fixiert den Betrachter mit angespanntem Blick über seinen Schnauzer, dessen Rostbraun allmählich weiß wird. Ans Lager. Und hier Porträt eines Adligen vor seinem Tod. Das Porträt nach seinem Tod, wieso nach, ich denke vor,
zeigt keine herrischen Blicke mehr, dafür umso mehr Rigor Mortis. Ganz seltsam. Ans Lager senden. So. Ja, gut. Hier habe ich mir mal einen Beutel gegönnt. Wir machen es mal folgendermaßen. Diese ganzen Sachen, die ich hier gerade an Nahrungsmitteln und Alkoholika sichergestellt habe, die können wir ja alle. Kann man die da reintun? Ja, kann man. Dann schicke ich den Beutel auch mal ins Lager. So, und der Rest ist halt so, ja, so Ramsch. Genau. Ein bisschen Wasser habe ich sogar auch noch gefunden. Wobei das eine hier, das ist fast zu schön, um es zum Löschen zu verwenden. Gucken wir mal. Das... Ah, das ist nochmal anderes Wasser. Kristallklares Wasser aus den Gebirgsströmen des Grats der Welt. Oh, das ist teures Wasser. Okay, gut. Habe ich verstanden. Wo ist denn hier dein Wurfbeutelzeug? Ach, da habe ich das Wasser schon rausgeholt. Du hast auch sowas, glaube ich. Ja. Das nimmt Dringil wieder. Gut. Okay, so. Du bräuchtest ein bisschen Heilung. Da gönne ich dir mal eine. 4 bis 7. Wie viel brauchst du denn? 7 plus 4, 11. Da kriegst du eine dicke Heilung. Das war ja ganz toll gewürfelt. Oh. Okay, also diese Beraterin, weiß die was von dem Herzog? Weil ich habe ihn jetzt hier unten nicht gefunden. Councillor Florek, are you all right? Well, by the living gods, I couldn't have asked for a finer savior. Scorched throat, a few hairs singed off. Nothing a bit of time and fresh air can't cure. Gauntlet, a new duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Report to the Manip and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. No, it can't be. You mean they've taken my... Yes, Will. The Drow have your father. Ach du meine Güte. Also langsam. Das, also, Will kennt zur Überraschung der Gefährten diese Beraterin, Beraterin Florek. Und die will gesehen haben, dass der Großherzog, Ulden Ravengard, dass der von Drow entführt worden ist und nach Westen verschleppt wurde. Also war die Entführung erfolgreich. Und dann sagt sie im Nebensatz, ja, dass die Drow haben euren Vater. Und da Dringil ein Baldurier ist, Ravengard, den Namen kenne ich doch. As well you should. He is the great champion of the council. Commander of the Flaming Fist, the binding force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Will, you must hold little love for your father. But please, find him and return him to the city. Trust us to see it through, Counselor. Aha. Dringels Augen leuchten im Flammenlicht. Nein, Dringels Gedanken überschlagen sich. Er hat am letzten Abend tatsächlich mit dem Sohn des Oberhaupts der flammenden Faust in Baldurs Tor angebandelt. Ist auf mehrere Weise ist das lustig. Aber gut, die Sache ist Will ernst. Das ist immerhin sein Vater, auch wenn es da zu kriseln scheint zwischen den beiden. Beraterin Florek drückte sich so aus, ja, es kriselt halt zwischen Will und seinem Vater. Die können sich nicht besonders gut leiden, aber Will soll jetzt bitte helfen, weil wenn dieser Großherzog tatsächlich entführt wird, erfolgreich, dann könnte das Baldurs Tor schwächen und das ist vielleicht genau das, was hier der Zweck der ganzen Entführung war. Vertraut uns, wir machen das schon, Beraterin, sagt Will.
westwärts. Aber wir stellen mal die Frage, warum gerade mir vertrauen? Ihr habt andere unter eurem Befehl. Genau, was machen die jetzt hier? Also löschen kann man hier eh nichts mehr. Das kannst du nur kontrolliert abbrennen lassen. Isn't it clear? You travel with the Blade of Frontiers. Who might I trust if not a legend? Who might rise to the moment if not Ravenguard's own son? Ja, ist das nicht offensichtlich? Ihr reist mit der Klinge der Grenzen. Wem kann ich vertrauen, wenn nicht einer Legende? Wer könnte die Lage retten, wenn nicht Ravenguards eigener Sohn? Na gut. Wir haben aus der Befragung der Toten gehört, dass die Drow den Großherzog zu den Türmen des Mondaufgangs bringen wollten. Ob ihnen das gelungen ist oder gelingen wird, wissen wir noch nicht. Aber wir werden diese Information ganz bestimmt hier verlautbaren lassen. Deswegen, die Drow haben den Herzog nach Mondaufgang gebracht. Moonrise Towers. Along the old road, that place is cursed. Few could survive there, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Ja, sie kennt diesen Ort. Dort ist es verflucht und jetzt zählt sie eins und eins zusammen und wähnt größere, finsterere Mächte am Werk. Denn es kann aus ihrer Sicht kein Zufall sein, dass man den Großherzog genau dorthin bringt. Ich reise nach Westen und werde Herzog Ravenguard finden. Thank you. When the Grand Duke returns to the city, he'll hail his only son, a hero. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Remember, Will, courage is found in the battle against fear, not in the defeat of it. So Father said. I won't soon forget. Fist to work. Oh, Belohnung, rette den Großherzog. Wir haben erfahren, dass der Großherzog von Drow gefangen genommen und nach Westen verschleppt wurde. Ich halte eine Belohnung. Was kriege ich denn hier? Was ist das? Das ist ein Langbogen. Ah. Ja, trotzdem. Der Zauberfunkler ist ein... Was das ist? Ein Kampfstab? Nein. Das hier ist ein Dreizack. Dann doch am ehesten der Bogen. So, annehmen. Dringil mit Langbögen? Also, ging das überhaupt bei dir? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Müssen wir mal schauen. Also, das machen wir nicht so. Das machen wir anders. Bei dir... Kriegswaffen. Du kannst mit Langschwertern umgehen, aber das heißt ja nicht viel. Kurzbögen. Genau. Dringil kann nämlich nur mit einem Kurzbogen umgehen. Das dachte ich mir doch. Der ist mit dem Langbogen nicht geübt. Es ist schade. Elektrifiziertes Blut. Wenn der Träger Schaden mit dieser Waffe bewirkt, erhält er 2 Blitzladungen. Ja, toll. Ja, das ist lieb gemeint, aber können wir schlecht gebrauchen. Gut, ich mache kurz ein kleines bisschen Inventarmanagement und dann schauen wir uns hier weiter um. So, Will hat Gesprächsbedarf. Oh, die nervt allmählich hier hinten. Die geht auch gar nicht mit. Die wird auch hier komplett in Ruhe gelassen von ihren Kollegen. Das ist alles sehr seltsam. Nun gut, Will... Du musst uns was erzählen. Shit. You can put distance between you and yesterday, but you'll never leave it fully behind. Father's words. Hard to argue with them. Florek spoke true. I'm a Grand Duke's son. Not just any Grand Duke. The most influential in the city, if my memory serves me right. And for once, I think it does. Okay, also, er zitiert seinen Vater, dass man die Vergangenheit nie wirklich hinter sich lassen kann. Und ja, er gibt zu, dass er der Sohn eines Großherzogs von Baldur's Tor ist. Und zwar des Einflussreichsten, wie Schattenherz ergänzen kann. Nicht nur irgendein Großherzog, der Einflussreichste in der Stadt, wenn ich mich recht erinnere.
Und zur Abwechslung meine ich, mich recht zu erinnern. Und Dringil als Schurke mit seinem Gassenwissen über Baldurs Tor kann natürlich was dazu beisteuern. Seltsam, ich hatte gehört, der Sohn von Herzog Ravengard hätte die Stadt verlassen. You heard right. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. Such a rift isn't so easily mended. But it's not so wide that I'd let my own father suffer at his captor's hands. Mhm. Das war richtig gehört, denn es gab Streit zwischen Will und seinem Vater, der sogar darin gipfelte, dass er enterbt worden ist und die Stadt verlassen hat, was ihn aber nicht davon abhält, seinem Vater zu helfen. Ne? Aber trotzdem kann ich meinen Vater nicht seinen Entführern überlassen. Mhm. Solche Sachen solltet ihr mir nicht verheimlichen, Will. Das würde Dringil nicht sagen, weil es war bisher nicht wichtig. Und wenn man ein so prominenter Sohn ist, trotz Zerwürfnis und Enterbung, könnte man ja selbst sich in Gefahr begeben, wenn man jedem, den man gerade erst kennengelernt hat, auf die Nase bindet, mit wem man verwandt ist oder auch eng verwandt ist. Da würde Dringil jetzt ihm nicht den Vorwurf machen, dass er das verheimlicht hat. Aber wir sollten über die Drow sprechen. Was glaubt ihr, was ein Drow mit eurem Vater will? I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Ja, das lese ich im Original, weil es wichtig ist. Denn hier verwebt sich die persönliche Quest von Will mit der Hauptgeschichte. Also, was glaubt ihr, was ein Drow mit eurem Vater will? Und die Antwort: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Was macht einen Herzog aus Baldurs Tor für einen Drow interessant? Selbst die Häuser von Menzo Baranzan könnten mit meinem Vater wenig anfangen. Nein, das hat kein Drow angezettelt. Hinter der Entführung stecken die Wahnsinnigen der Absoluten, diese wahren Seelen. Schon seine Abwesenheit wird in der Stadt für Chaos sorgen. Falls sie ihn infizieren sollten, könnte er Baldurs Tor in den Untergang führen. Noch ein Grund mehr, ihn zu finden. Die Absolute hat nicht nur meinen Vater entführt, sondern die Zukunft der Schwertküste. Mhm. Themenwechsel? I'm all for it. Wie war das, der Sohn eines Großherzogs zu sein? Not so enchanting as you'd think. The poor tears, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist, brave as Baldurin, stubborn as a deep rothe, daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. Aha. Er sagt, also wie war das Leben als Sohn eines Großherzogs? Nicht so zauberhaft, wie man sich das vorstellt. Die Porthyr- und Caldwell-Familie, sie waren die Blaublüter, die die Bälle veranstalteten und aus goldenen Kelchen tranken. Vater ist der Sohn eines Schmieds. Bei seiner Geburt waren seine Eltern eher arm. Bei der flammenden Faust hat er sich dann einen Namen gemacht. So tapfer wie Baldurin und so stur wie eine Tiefenrote, was auch immer das ist. Kühn, unverblümt, aber nicht gerade edel. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, mich mit meinem Vater zu duellieren, als mit Fürsten zu verkehren. Was nicht heißt, dass ich keine Leidenschaft für gute Weine entwickelt und mein Talent für höfische Tänze entdeckt habe. Mhm.
Naja, Dringil hat ja gerade erst einen Teil der Weinsammlung, der Weinvorräte hier von Vaukens Rast gerettet. Deswegen guter Wein, darauf stoße ich an. Hier, hier. Though truth be told, I'd sooner down a week-old hooch at a ramshackle inn. Better company and a better buzz. Will würde lieber irgendeinen billigen Fusel in einer Straßenschenke trinken, weil dort die Gesellschaft besser ist und man auch einen besseren Batsch davon kriegt. Gut, dann haben wir das hier. Sagen die anderen was dazu? Lesel? Speak. Nee, dann hat Schattenherz wahrscheinlich auch nichts zu sagen, richtig? I was hoping you'd come to chat. What do you need? Naja, ach so, hier. Stimmt. Ihr wart fasziniert, als Halsin die dunklen Justiziare erwähnt hat. Wouldn't you be in my place? If there's even the slightest chance that Shire worshippers remain within our reach, we should try and find them. Even if they're all long gone, and that seems quite likely from what we know, who knows what they may have left behind for us to use? My people are nothing if not resourceful. As long as I've prayed to Lady Shire, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shire, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shire's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Das haben wir zum Teil schon mal gelesen. Ich versuch's mal ganz grob zusammenzufassen. Dringil ist auch ein bisschen, wie soll man sagen, genervt davon, dass sie jetzt hier so einen riesen Monolog vom Stapel lässt. Also, ja, Halsin hat erwähnt, dass da bei den Türmen des Mondaufgangs auch irgendwas mit den dunklen Justiziaren gewesen ist. Deswegen möchte sie sich das unbedingt anschauen, weil selbst wenn diese dunklen Justiziare schon längst weg sind, wovon auch sie ausgeht, wäre es vielleicht interessant zu wissen, was sie zurückgelassen haben. Und dann geht's wieder los. Ja, ich wäre also gern eine dunkle Justiziarin, aber Mutter Oberin lässt mich nicht. Sie hält mich nicht für würdig. Dabei möchte ich doch nur dienen. Und so weiter und so fort. Und die dunkle Justiziare sind sowieso das Allergeilste, was einem passieren kann, wenn man Schar gläubig ist und so weiter. Ah, Dringi bluten die Ohren. Und deswegen möchte ich ja das Thema jetzt hier nicht vertiefen, das ist jetzt nicht wichtig. Die Türme des Mondaufgangs sind doch weit. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Und weggehen. Ja, also, die Situation ist gerade nicht, wie er sich jetzt hier mit ihr über dieses Thema unterhalten möchte. Wir möchten stattdessen noch ein bisschen andere Sachen erledigen. Jetzt können wir den ja ausnehmen. Ist ja keiner mehr da, der uns im Weg steht. Also, die nehmen... Also, okay, es ist gerade dringend, aber hätte gedacht, dass sie die Leichen ihrer gefallenen Kameraden vielleicht irgendwo davor bewahren, einfach verbrannt zu werden. Aber vielleicht ist dafür ja sie ja zurückgelassen worden, wer weiß das schon so genau. Okay, also, wir hätten diesen einen Gang, den schaut sich Trinke nochmal allein etwas näher an. Der Herzog scheint nicht mehr da zu sein. Also da können wir jetzt hier auch uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Scheint auch niemand mehr zu geben, den wir retten müssen. Das war so ein kleiner begrünter Hof. Schön hier mit diesem... Wow, guckt mal. Herrlich. Aber ansonsten gibt es jetzt hier natürlich nichts zu tun.
Oh, was? Ach, hier liegt was. Mensch, Diebstahlbelohnung. Lesen, was? Interessiert Dringil. Diebstahlbelohnung. In einem Akt des niederträchtigen Vandalismus, der auch durch die seit dem vergangenen Jahre nicht weniger schmerzt, wurde die Statue des geliebten Waldläufers brutal vom zentralen Marktplatz in Baldurs Tor geraubt und bis heute nicht wiedergefunden. Es wurde zwar vor einiger Zeit eine Kopie aufgestellt, doch das Kollektiv der besorgten Bürger der Weite ist weiterhin überzeugt, dass die Originalstatue sich noch irgendwo befindet. Zudem ist es bereit, demjenigen, der bei ihrer Wiederbeschaffung hilft, eine stattliche Belohnung zu bezahlen, ohne dass Fragen gestellt werden würden. Wir bitten die Diebe, Folgendes zu bedenken. Dieses Kunstwerk sollte nicht beleidigen, sondern inspirieren. Der kühne Abenteurer, den es darstellt, ist keine reale Person, ob lebend oder tot, sondern eine Metapher für die Stadt selbst. Er steht fest und ernst auf seinem Fundament, blickt nach außen, hält aber die Wärme der Hoffnung fest umschlossen an sein Herz, dargestellt durch einen kleinen, wuscheligen Hamster. Bitte findet die Hoffnung in eurem eigenen Herzen und gebt der Stadt ihren geliebten Waldläufer zurück. Reicht uns die Hand zur Hilfe und wir werden sie mit Gold füllen. Ist das bescheuert? Minsk, sie haben dir eine Statue errichtet. Das kann ich so glauben. Weil Frage an die Wissenden. Was macht man eigentlich mit Höhlenlöchern? Also ich glaube, ich kann damit nichts tun. Ich nehme an, man bräuchte vielleicht einen Hamster, der dann da durchschlüpfen kann. Aber was soll er dann tun? Das ist mir nicht klar. Ne? Gerne mal kommentieren, wenn es nicht zu sehr spoilert. Ich glaube, dass ich da nichts mitmachen kann, aber was weiß ich schon. Ich bin ja nach 60 Episoden immer noch ganz am Anfang vom Spiel. Habe ich den Eindruck. Okay, jetzt gucken wir mal Richtung Mitgift und Stall. Beziehungsweise war hier vorne noch irgendwas Wichtiges? Ah, hier war so das Kutschenhaus. Ach, Moment mal, kann man von vorne reingehen? Ah, hier liegt auch noch einer. Oh, Rubinring. Ob das wir den auch gefunden haben? Ach ja, das war dieser weite Vorhof hier, richtig. Ja, angeblich ist da nichts drin. Was ist das für eine komische Kutsche? Was ist das? Was zum Transportieren oder was? Also klar, eine Kutsche transportiert immer was, aber hätte einen seltsamen Aufbau. Da oben sind wir schon gewesen. Zertrümmerter Amboss. Wie kann man denn einen Amboss zertrümmern? Krass. Schäbige Holztür, die geht dann auf in Richtung, ja, in Richtung wessen? Ach, das ist der Weg, den wir dann auch schon kennen. Gut, dann machen wir hier kurz den Lückenschluss. Mistgabel. Schubkarre. Hier. Oh. Du hast was entdeckt. Geheimverstecker-Alarm! Mensch, Dringil hat was entdeckt da. An der Ecke von Vaukens Ruh. Was? Du sollst dir nichts zum Inventar hinzufügen, du sollst dir das angucken. Oh, ein Felsspalt! Ein Diebesversteck. Die Werkzeuge eines Kollegen. Zwei Heiltränke, sehr gut. Was ist das hier? Pergament. Lesen. Oben markiert eine schwarze Silhouette einer geflügelten Schlange diese Seite. Nehmt wie immer, was ihr braucht, aber füllt nach. Es ist für alle. Was ist denn die geflügelte Schlange? Okay. Das ist so ein Diebesding. Ich glaube, schwierig. Pass auf, wir machen Folgendes. Dringil macht natürlich bei diesem Diebeszeug mit. Dringil braucht momentan definitiv die Heiltränke. Gift kann man ja vielleicht, kann vielleicht ein anderer gebrauchen. Gold brauchen wir nicht unbedingt.
Das Diebeswerkzeug wäre schon fast gut. Dafür legen wir... Ja, genau. Ich will doch nur das hier anpacken. So. Dafür legen wir noch eins hier dazu. Na, und dafür nehmen wir uns das. Den Rest lassen wir liegen, weil wir den nicht unbedingt brauchen. Okay, gut. Alles klar. Ja, die Zunft kümmert sich umeinander. So, das hier ist dann der Weg, den wir schon gegangen sind. Stiegstraße, richtig. Okay, hier vorne ging es rein. Dann gucken wir mal. Oh, hier ist noch was. Werkzeug. Jetzt läufst du echt da rund. Also echt. Das macht mich wahnsinnig. Anything of use? Da! Sag mal, willst du mich verarschen? Die Zange war wirklich teuer. Oh, komm, Schaufel. Man kann hier irgendwie hochhüpfen. Das ist wahrscheinlich völlig Wurst, aber... Nein, wir checken es mal. Gut. Runter, dann... Gehst du bitte mit deinen Gefährten? Kann man hier hinten rum? Ne, hier geht's gar nicht rum. Verschimmelter Käse. Wir müssen hier durch diesen... durch dieses Tor. Irgendwie auch alle. So. Brennt euch nicht an, Leute. Wer ist hier? Toter Halbling mit einem Schlüssel. Polierter Schlüssel mit den Initialen WR. Der Herzog hieß Ravengard. Warte mal, wie hieß der? Das ist falsch. Ich muss da drücken. Lass mich kurz schauen. Hat uns die Lady erzählt, wie der hieß? Ulda Ravengard. Ach, WR kann auch für Vaucains Ruhe stehen. Es kann natürlich auch für Will Ravengard stehen. Ah, schwierig. Nee, es wird wohl Vaucains Ruhe sein. Das wird das Zimmermädchen gewesen sein. Das ist bestimmt der Schlüssel für die Suite hier oben gewesen, die ja in Flammen steht, weil da, da ist ja noch eine andere Tür. Wobei, die ist offen. Oder es war der Schlüssel für diese, dafür diese vergoldete Truhe. Auch möglich. Jedenfalls hier oben, selbst wenn es spielmechanisch möglich wäre, da nochmal reinzugehen, das machen die Helden nicht. Das ist jetzt alles zu spät. Okay, gut. Was haben wir hier? Da hinten? Wenn man da um die Ecke gehen würde. Und es auch tatsächlich tut, dann hat man hier nichts mehr zu erwarten. Holzfässer. Was, Leute? Was macht ihr hier? Aha, sehr schön. Geheimverteck-Alarm zwischen Fässern in Vaucains Ruhe. Da hinten gibt's was auszubuddeln. Das ist gut, wenn Schattenherz gerade schon so dekorativ draufsteht, dann darf sie auch Hand anlegen. Da will ich mal nicht so sein. Warte mal, das war ein bisschen voneinander lösen hier. So. Oh ja, das Wasser ist gut. Es kann sein, dass irgendein Angestellter hier was abgezweigt hat. Wobei, da vergräbst du eine Zucchini in einer Truhe. Eine Zucchini hält sich nicht so lange. Eine Kartoffel eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, Zucchini ist noch schlimmer. Eine Kartoffel würde in der Erde ja vielleicht sogar wieder irgendwie sich wohlfühlen. Aber die Zucchini... Schon sehr seltsam hier alles. Käse.
Haben wir diesen Beregoster Blau überhaupt schon mal jemals gefunden in einem genießbaren Zustand? Aber immer angeschimmelt. Never wanted the easy path. Das nehmen wir mit. Gut. So, Scheune, Mitgift und so weiter. Das hier, na gut, das ist ein Stall. Das ist keine Scheune. Da gibt's Tierpferche. Hier wurden wahrscheinlich Schweine gehalten. Ach so. Es kann natürlich trotzdem sein, dass das die Scheune ist. Wir können den Heuhaufen nämlich durchsuchen. Looks like there's a chest buried in that hay. Ah ja. Das ist die Mitgift. Wir haben es gefunden. 105 Goldstücke und einen Verlobungsring. Ja, weil, also, die hat doch erzählt, sie gehen zur Hochzeit. Wie kann ich denn bei einer Hochzeit als Geschenk einen Verlobungsring schenken? Das ist doch Quatsch hoch drei. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber gut. Schlichter Goldring mit der Prägung von Miri und Benrin. Ja, da haben wir's. Das war die Mitgift. Die Mitgift entpuppte sich als ein Ring. Er ist wahrscheinlich ein hübsches Sümmchen wert. Benrin will ihn sicher zurückhaben. Tja. Schwierig. Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Aber gucken wir erstmal weiter. Someone's moving around in there. Warte. Nicht geschafft. Läse sagt, da ist jemand drin. Na gut, es könnte sich um ein Tier handeln. Aber gut, wenn uns Läse schon warnt, dann wollen wir mal. Das sieht aber schon fast aus, als hätte das jemand hier absichtlich so hingestellt, dass das blockiert ist. So. Es leuchtet seltsam rot. Was ist denn das? Mach du mal auf. Ach, ja, natürlich. Es leuchtet seltsam rot. Es ist herrlich, was ich hier so mache. Okay. Naja, da ist jemand drin. Die Helden wissen, dass da jemand drin ist. Das scheint die einzige Tür zu sein. Denken Sie sich, deswegen geht hier mal rein. Mal gucken, was passiert. Wenn das jemand jetzt... das ist gefährlich. Können wir das irgendwie... wegrücken? You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Bugger! Okay, ja, ich habe mit ihm fast genau das erkannt, was hier passieren sollte. Also, Salazon, verdammt! Geschicklichkeit. Ja, ich glaube, in der Situation würde Dringil intuitiv reagieren und bei ihm ist Intuition gleich Geschicklichkeit. Ja? Geschicklichkeit! Halt! Hört mir zu! Läuft! He freezes, waiting on your next word. Na, dadurch, dass wir Schurke sind, können wir noch ein bisschen was hier machen.
Ziemlich primitives Ding, die Falle. Ihr bringt uns wahrscheinlich beide um. So, haben wir sogar einen Vorteilswurf. Ja, das läuft doch. Komm. Ah! Dafür gebe ich eine Inspiration aus. Kann wohl nicht wahr sein. Aha. Let's say I'd rather not fight then. What's your business down here? Also, er lässt sich davon überzeugen, dass die Falle uns beide umgebracht hätte. Dann sollten wir lieber nicht kämpfen. Was wollt ihr hier? Drinkin erkennt in dem hier einen möglichen Kollegen, deswegen Schurke, das Handzeichen für Profit machen. Hm. One of our own, eh? Alright, down you go. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Was ist das hier? Der ist weg? Nee, der ist noch da. Okay. Stellt das bitte mal sicher. Aufheben. Dass hier doch noch irgendwas passiert. Ins Lager senden. Okay. So. Hier gibt es jede Menge Sachen, die interessant sind, aber im Augenblick doch nicht. If not over, then through. Er hat ein Geröllbrocken die Mauer durchschlagen. Was bist du denn für einer? Der irgendwas hinter dem Schrank? Wovon redest du? Was hat er gesagt? Geht runter. Der Eingang liegt hinter dem Schrank. Hier ist der Schlüssel. Jetzt bin ich wieder der einzige Spieler auf der ganzen Welt, der diesen Eingang nicht findet. Hinter dem Schrank. Also hier kann kein Schrank, dahinter kann nichts sein. Also die Wand kennen wir ja. Also das ist die Decision-Wand hier. Hier könnte theoretisch was sein, da ist aber nichts. Das ist ein Regal und kein Schrank. Das ist ein Kissen und kein Schrank. Das ist ein Regal und kein Schrank. Hier gibt's keinen Schrank. Wo gibt es hier einen Schrank? Warum redest du denn? Ist mal ganz ehrlich, ich bin zu dumm, das zu finden. Was hat er dir gegeben? Schlüssel. In den Griff dieses Schlüssels ist die Figur eines fliegenden Drachen eingraviert. Gefunden bei einem Mann in Vaukens Ruh. Der Eingang ist hinter dem Schrank. Also noch ungenauer kann man das nicht beschreiben, oder? Wahrscheinlich soll man das finden. Das ist genau das Problem. Erzähl mal was, bitte. I said you could pass, didn't I? Er hat gesagt, wir können passieren, ja. Richtig. Es muss ja hier hinten irgendwo sein. Das ist wieder mal so eine Situation, wie ich sie liebe. Jeder auf der ganzen Welt weiß genau, was er tun soll. Nur ich stehe auf dem Schlauch. Mit beiden Beinen. Ach, hier! Also wisst ihr, bei der Formulierung, der Eingang ist hinter dem Schrank, dann denke ich, ich muss einen Schrank verrücken oder ich muss einen Schrank öffnen, weil der Schrank selbst in dem Schrankfußboden irgendwie der Durchgang ist. Erstens finde ich ja keinen Schrank und der meint, hinter dem Regal ist eine Bodenluke. Oh. Alles klar. Hab's ja hinbekommen. Hab's hinbekommen. Zentare im Keller. Ach, die Zentare, mach du meine Güte. Sind hier Leute? Auf den ersten Blick nicht.
Na gut. Ja, also, sehr interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier sowas entdecken. Das Spiel steckt voller Überraschungen. Und das mit der Mitgift... Naja, das erledigen wir auch noch. Aber Benryn trauert sowieso gerade. Die Helden gucken sich ja gerade mal diesen Keller an, weil das ist gerade wichtiger, als Benryn irgendeinen Ring zurückzugeben. Und was wir hier unten entdecken werden, das sehen wir gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin!